Da sind wir also wieder erneut zum Champions League Spiel in der Veltins Arena. Zwei Wochen hintereinander, zweimal mittwochs zu Hause in der Champions League. Podolski! Was war das denn bitte? Drehschuss, aber noch ein bisschen, ja, deutlich vorbei. Deutlich auch nicht, aber knapp vorbei. Also, wie gesagt, Celtic Glasgow steht jetzt an. Die ersten beiden Spiele in der Champions League Saison in der Gruppenphase haben wir gewonnen. Huntelaar kriegt den Abschluss ab. Gegen ManU und gegen Sporting Lissabon. Jetzt geht's gegen Celtic. Wir haben auch sind auf dem Allstand in Ast, haben Augsburg geschlagen, haben Frankfurt geschlagen in der Liga. Verfahren im Abseits. Schade. Ja, richtig entschieden. Forster im Tor von Celtic, die ja gegen Sporting 5-1 verloren haben. Letzte Woche aber gegen ManU sich ein 2-2 erkämpft haben. Das war natürlich von Ergebnis her rein für uns gut. Aber es wird für uns kein Zuckerschreck. Draxler über links wieder. Draxler über gegen Lustig. Wird da regelwillig gestoppt. Und es gibt natürlich die gelbe Karte. Klar. 8 Minuten. Gute Freistoßposition für unsere FC Schalke 04. Nach Foul von Michael Lustig an Julian Draxler. Hat gelb nach sich. Ja, da hat er drauf getreten. Es gibt Freistoß. Das macht Jefferson Fafan. Steht ein bisschen komisch da. Fafan in die Mauer. Schlecht gelöst. Neuschütter fängt ihn wieder ab. Kolasinac. Kolasinac. Ah, wollte Renato Augusto schicken. Samaras, langer Ball, Papadopoulos. Der Kolos von Athen. Seit dem Spiel gegen Sporting ist er für uns jetzt absolut der Kolos von Athen. Lassat. Samaras. Auf Ward. Gegen Garrix. Garrix, ja, war eigentlich fair gemacht von Georgi Garrix. Gibt aber auch Freistoß für Celtic. Gar nicht schlechte Position. Besser als eine Ecke sogar, dichter noch. Murphy, das 1-0 für Celtic. Scott Brown, 16 Minuten erste Saisontor in dieser Champions-Saison für ihn. Die überraschende Führung des schottischen Rekordmeisters. Da geht er durch die Mauer durch. Und dann ist Draxler nicht richtig dran an Brown, dass der den locker einschieben kann. Das ist natürlich ganz schlecht verteidigt gewesen. Die Fans feuern gleich Schalke die Mannschaft an. Draxler, Huntelaar, Podolski. Podolski, was war das denn? Das ist doch Quatsch. Forster, ich glaube Ben Forster müsste das sein. Wenn mich alles täuscht, im Tor der Schotten sicher aufgelegt. Verfahren, kann das Kopfball nicht für sich entscheiden. Samaras wird gelegt von Renato Augusto und das kriegt auch der die gelbe Karte. Also die Karte sitzt bei ihm recht locker. Bei diesem Schiedsrichter. Also Celtic nach der Klanierlage im ersten Spiel gegen Sporting jetzt zum Angstgegner für die Großen plötzlich. ManU mit 2-2 nur und wir jetzt hinten. Aber es ist ja noch ganz viel Zeit. Garrix, klasse verteidigt. Ambrose. Lustig. Ambrose, langer Ball auf Bongura. Aber auch der stand im Abseits. Kann man jetzt hier nicht gut erkennen. Kann ich nicht einschätzen, ob das wirklich richtig war. Nächster Freistoß Papadopoulos nach vorne, nach das Ding. Huntelaar nimmt ihn gut an. Renato Augusto bleibt hängen. Podolski schießt wieder aus der Distanz. Und Forster im Tor. Klasse pariert. Wieder so ein schöner Drehschuss. Aus der Distanz von Lukas Podolski. Samaras, Neustädter. Passt auf, spielt hinten rum mit Papadopoulos. Der wieder nach vorne. Auf Renato Augusto, jawohl. Der Platz. Da hätte noch gehen können sogar. Huntelaar. Huntelaar vorbei an Ambrose. Huntelaar ist die neue Chance. Und dann so ein Schüsschen. Was ist mit ihm los, Klaas und Huntelaar? Jetzt hat er die 30 geknackt. Jetzt ist der Torrichter mit mal weg, oder wie? Forster, langer Abschlag. Garrix gut gemacht. Podolski. Von ihm nicht gut gelöst. Samaras. Samaras auf Bangura. Und Atomoresch gut gelöst. Also wir stehen ja gar nicht gut jetzt hier. Nach vorne geht fast gar nichts. Renato Augusto jetzt. Links raus auf Drax. Der muss ihm Ball schon entgegenkommen, Jule. Das gibt's ja gar nicht. Lassat. Gut gestoppt von Kolasinac. Nochmal Huntelaar. Und wieder Draxler. Jetzt der Seitenwechsel mit Verfahren. Den kriegt er nicht voll hier. Warum stoppt er denn da ab? Der darf er nicht abstoppen. Der hätte ihn gekriegt. Ward gegen Garrix. Ward schlägt das Ding nach vorne. Ja, was anderes können sie jetzt gerade gar nicht. Höwedes. Wieder schlecht gelöst. Auch von Höwedes. Einfach nur sinnlos nach vorne gebolzt. Das bringt nichts, Benny. Jetzt Grätsche dazwischen. Immerhin. Grätsche Samaras da ab. 42 Minuten rum. Celtics Führung ist verdient. Muss man so ehrlich sagen. Murphy. Höwedes. Knallt das Ding wieder bloß sinnlos nach vorne. Huntelaar kann ihn aber.
nicht zum Mann bringen. Samaras gegen Garrix. Samaras kann flanken. Papadopoulos ist da. Renato Augusto. Und nochmal Huntelaar. Jetzt ruhig über Draxler spielen. Schaden darf wohl nicht wahr sein. Draxler will erneut den Ball. Lassard. Über Brown, der Torschütze. Brown. Wieder Papadopoulos. Da stehen wir wenigstens sicher. Und da ist Pause. Also ganz schlechte erste Halbzeit unserer Schalker Mannschaft. Zwei Distanzschüsse von Podolski. Mehr nicht. Gut, die Halbzeiten sind jetzt sehr kurz immer eingehalten. Das ist schwer, was hier zu bringen. Aber trotzdem, das war bislang gar nichts von unserer Mannschaft. Einen Punkt sollten wir hier mindestens noch mitbringen, wenn Manu und Sporting auch einen Punkt holen. Also auch nur unentschieden spielen. Renato Augusto, das war noch nichts von ihm. Aber wir werden so erstmal noch in die zweite Halbzeit gehen. Heute, ich weiß, dass ihr das besser könnt. Kommt schon. Ihr habt das letzte Woche gezeigt. So, Huntelaar und Podolski kriegen eine Motivation. Genauso wie Renato Augusto noch. Das war auch noch nichts von ihm. Auch ein Draxler, das war auch noch gar nichts von Jule. Und Hövedes ebenso. Noch eine Motivation hier. Kolasinac mit der Massage. Renato Augusto Massage. Und Roman Neuschecker. Und ab geht's in die zweite Halbzeit. Noch gibt es erstmal keine Wechsel. Ich meine, gut, wenn ich jetzt gleich Wechsel ansetze, dann kommen die erst wieder in der 80. Minute zustande. Kayal. Samaras. Bangura. Bangura gegen Hövedes. Bangura, Hövedes, was macht der da? Was macht Morales denn da? 2-0, Mohamed Bangura. Eiskalt erwischt zum Start in die zweite Halbzeit. Das gibt's ja gar nicht. Hövedes ist immer ganz sauschlechtes Zweikampfverhalten. Und Morales haut sich das Ding da selber rein. Ganz dicker Patzer von unserem Keeper. Und auch Hövedes hat kräftig mitgeholfen. Unser Kapitän hat sich da ganz leicht abwimmeln lassen im Zweikampf. Das war ganz schwaches Zweikampfverhalten von ihm. Das muss als Kapitän besser vorangehen. Draxler. Oh, und jetzt wird's ganz schwer. Podolski. Ah, der Pass kommt auch nicht durch. Jetzt kommt der Pass durch. Auf Verfahren. Verfahren! Ah, das muss doch das 1-2 sein. Der hätte gleich das zweite, das Anschlusstor hinterher gemusst. Aber Verfahren, ganz schwacher Abschluss. Abschlag von Zertig. Lustig. Bangura. Bangura vorbei. Hören wir das schon wieder? Gibt's ja gar nicht. Unser Kapitän steht völlig neben sich. Benedikt Hövedes. Moralisch muss auch wieder seinen Fehler gut machen. Verfahren. Huntelaar. Podolski. Huntelaar. Da ist Renato Augusto in der Spitze zu finden. Renato Augusto spielt ihn raus auf Draxler. Draxler. Schlechter Pass von Jule Draxler. Was ist los mit den Jungs? Mensch. Heute sind sie gar nicht gut drauf. Nochmal laute Schlachtrufe von unseren Schalker Fans. Von den Ultras aus Gelsenkirchen. Verfahren. Will Renato Augusto anspielen. Auch schlechtes Zuspielverfahren. Zu lasch, zu durchsichtig. Hövedes kriegt ihn nicht verteidigt durch. Bangura ist durch. Bangura frei von Moral. Schlechter Abschluss. So, jetzt gibt es den Wechsel. Jetzt muss es einen Wechsel geben. Julian Draxler wird rausgehen. Für ihn kommt Bastos ins Spiel. Und für Renato Augusto. Na, wen werden wir dafür bringen? Das ist die Frage natürlich wieder. Nee, halt. Draxler wird drin bleiben. Renato Augusto. Bastos auf die linke Seite. Und ich glaube, Benny Hövedes wäre sicher, wenn wir ihn rausnehmen. Aber Garrix auch müde. Für ihn wird Uschida ins Spiel kommen. Frische Kräfte über die Flügel brauchen wir jetzt. Doppelwechsel nach 16 Minuten. Uschida und Bastos rein. Für Renato Augusto und Görgi Garrix. So, Morage mit dem langen Abschlag. Abstoß, meine ich, Draxler. Auf der 10 vielleicht wieder besser drauf. Bastos. Michel Bastos. Da sieht er Podolski. Podolski! Mit rechts knallt das Ding an die Latte. Und wieder war, glaube ich, Forster dran. Watt und Samaras wieder. Langer Ball, Papadopoulos ist da. Huntelaar, kommt durch auf Podolski. Rechts raus, Verfahren. Gut gelöst von Verfahren. Zurückgespielt auf Draxler. Nochmal Verfahren, jawohl. Verfahren, vorbei an Gallas. William Gallas, okay. Uschida ist jetzt da. Uschida gerade eingewechselt mit der Flanke. Huntelaar, das muss es doch sein! Das kann nicht wahr sein. Er schießt den Verteidiger, der genau vor ihm steht. Wie gesagt, er hat die 30 geknackt und schon sitzt der Torhüter nicht mehr. Bangura gegen Papadopoulos, der macht das stark. Podolski, Verfahren. Oh, aufgelaufen, eigentlich Foulspiel. Bangura. Mulgrew, es ist nicht Murphy, sondern Mulgrew. Ich weiß nicht, wo noch Murphy kam. Samaras und Morage hat ihn. So, jetzt müssen wir an der Taktik ein bisschen was verändern, dass wir nochmal volles Karacho geben hier. Und Pressing ganz hoch. Überlege gerade, welchen Spieler wir noch einwechseln könnten. Für Klaas und Huntelaar wird Ricky von Wolfswinkel ins Spiel kommen. Der gleiche Stürmertyp wie Huntelaar. Hat vielleicht ein bisschen mehr Glück im Abschluss da vorne.
Und will er zurzeit keinen richtigen Tore hier. Mourage, Draxler, Neustädter, gut gelöst. Sonntella, da ist wieder Bastos. Schlecht gelöst. Ganz schlechter Pass von Michel Bastos. Einfach mal abdrehen und Ball auftreten, warten bis einer nachrückt, aber viel zu hektisch nach vorne gespielt. Neustädter lässt sich da auch zu leicht abwimmeln. Jetzt Hövedes vor Samaras. Hövedes kommt wieder nicht ran. Block zur Ecke hier ab. Jetzt von Wolfswinkel rein. Bei uns für Huntela. Und es gibt die Ecke. Oh, oh, Leute. Das hier präsentieren wir uns heute ganz schlecht. Ich hab's ja gesagt, mit Celtic wird es kein Zucker schlecken. Bangura kommt nicht ran. Podolski, Konterchance. Podolski dauert viel zu lange, sich zu drehen. Aber jetzt kommt er durch. Podolski. Von Wolfswinkel war noch eigene Hälfte. Kann kein Absatz gewesen sein. Jawohl. Da ist Ricky von Wolfswinkel. Jetzt frei vor Forster. Das kann doch nicht wahr sein. Da rutscht er voll über den. Den trifft den Ball nicht richtig. Der trifft ihn nur oberhalb. Ganz schlecht gelöst von Ricky von Wolfswinkel. Das kann doch nicht wahr sein. Den muss er reinmachen. Also die Chancenwertung ist das ganz große Manko bei uns in dieser Saison. Von Wolfswinkel. Podolski kommt dem Ball wieder nicht entgegen. Das kann doch nicht wahr sein. Also bei uns stürmt heute die Einstellung überhaupt nicht. Das haben wir viel zu leicht genommen hier. Das muss uns doch schon aufgefallen sein, als wir gegen Augsburg hier die ganzen Tore nicht gemacht haben. Und dann nochmal ein Zittern kam vor Schluss. Steve Ward. Verfahren. Nee, er spielt für mich klar den Ball. Das kann nicht wahr sein. Ward gibt den Freistoß für Celtic. 84. Minute. Mögru. Das ist Lassat. Papadopoulos. Und von Wolfswinkel. Das kann nicht wahr sein. Das so lange braucht sich zu drehen. Draxler, jetzt nochmal. Podolski. Von Wolfswinkel kommt ran. Von Wolfswinkel. Nochmal zurück auf Podolski. Rechts drauf verfahren. Genau so war richtig. Jefferson verfahren. Mit Tempo. Mit Sprint. Jawohl. Das sieht gut aus. Verfahren. Das müssen wir reinbringen. Von Wolfswinkel. Bastos. Nochmal von Wolfswinkel. Jetzt ist der Anschlusstreffer da. Nicht lange freuen. Schneller nach vorne spielen. Los. Klasse gespielt. Ja gut, diesmal auch mit Glück. Bastos und diesmal eiskalt Ricky von Wolfswinkel. Na, jetzt wechseln die natürlich nochmal wieder. Ganz klar. Taktisches Wechsel auf Zeit spielen. Aber wer wird das nicht machen? Aber der Anschluss fällt, glaube ich, zu spät. Mögru, ist nochmal alles rauf. Kommt schon. Samaras. Papadopoulos nochmal nach vorne. Los. Draxler. Und da schon Schluss. Das gibt es nicht. 1:2 Niederlage gegen Celtic Glasgow. Am Ende ist sie ja wirklich verdient. Aber es ist total ärgerlich, wie wir uns hier heute präsentiert haben. Das war gegen Celtic Glasgow eine ganz, ganz schwache Leistung von unserer Mannschaft. Die Chancenbewertung in der zweiten Halbzeit richtig schwach. Ricky von Wolfsburg jetzt am Ende noch mit dem Tor. Und Man United gewinnt das Spiel gegen Sporting. Das heißt, die rücken ja auf 2 Punkte ran. Und wir bleiben natürlich erstmal Tabellenführer der Gruppe D. Ja, trotzdem haben wir uns ganz, ganz viel Arbeit auferlegt. Ja, Leute, Champions League, 1:2 Pleite gegen Celtic Glasgow. Verdiente 1:2 Niederlage, muss man dazu sagen. Das war wirklich unsere schlechteste Leistung in dieser Saison bislang. Vorne ging kaum was. Und wenn wir dicke Möglichkeiten hatten, dann waren es natürlich auch 100%ige Sachen. Und die haben wir sowas von leichtfertig vergeben. Ich erinnere nur Ricky von Wolfswinkel da frei vom Tor. Hat zwar am Ende das Tor noch gemacht, das Anschlusstor, aber es kam letztendlich zu spät. Bastos hat nochmal gute Leistung gezeigt, hat das Tor vorgelegt nach seiner Einwechslung. Benedikt Höwedes stand heute völlig neben sich, hat für mich noch eine schlechtere Note verdient gehabt. Das war gar nichts von ihm, von unserem Kapitän. Moralisch war am zweiten Tor auch nicht ganz unschuldig, aber hervorging ja, dass Höwedes da Bangura völlig, einladend vorbeiziehen lassen hat. Das war Zweikampfverhalten, eine Note 6,5. Also das war einfach nur schlecht, was Höwedes da abgeliefert hat. Sicherlich Artur Moraes, den muss er auch halten, den lenkt er sich dann am Ende selber rein. Aber zuvor ging das von Höwedes aus und ich glaube, unser Kapitän braucht eine kleine Denkpause. Der kommt zurzeit einfach nicht gut in Tritt. Da werden wir Jan Käfer mal eine Chance geben. Also, bittere Pleite, wir bleiben wie gesagt Tabellenführer, aber es wird ganz eng hier. Celtic Glasgow mit 4 Punkten, die verlieren am ersten Spiel da 1:5 gegen Sporting. Dann holen sie in 2:2 in Manchester und jetzt gewinnen sie 2:1, verdient sogar gegen uns. Also, die sind absolut nicht zu unterschätzen. Weiß nicht, was denen am ersten Spiel da geritten hat, und Sporting verliert das nächste Mal gegen Man United, die den ersten Sieg endlich gebrappelt gekriegt haben. Aber klar, das wird eine schwierige Angelegenheit noch. Es sind noch 3 Spiele jetzt in dieser Champions-League-Gruppenphase. Das nächste geht es wieder gegen Celtic, in Celtic. Also das wird nochmal eine schwere Aufgabe. Stimmt, wir haben ein richtig gutes Spiel. Was war das denn, bitteschön? Nee, das stimmt gar nicht. Also da hat unser Trainer ganz schön viel Scheiße erzählt. Wir haben absolut kein gutes Spiel gemacht. Wir haben das schlechteste Spiel unserer ganzen Saison gemacht bislang. So, Robert Lewandowski ist Spieler des Monats. Vor Mandzukic.
So, ach, da haben wir uns leider nicht beworben. Ach, schade. Bekanntgabe der Finalstadien. Und Borussia Dortmund, der Signal Iduna Park, bekommt das Champions League Finale 2015. Das ist ja interessant. Nächste Saison also das Champions League Finale in Dortmund. Und Lille bekommt die Europa League. Aha, wenigstens ein deutsches Stadion mal wieder. Sehr schön. So, jetzt geht's nach Leverkusen. Ganz schön suboptimal, dass wir da so eine Leistung abgeliefert haben. Jetzt kann es ja wirklich nur wieder besser werden. So, Arjun gewinnt 6-0 gegen Hoffenheim. Sehr schön. Verletzung. 5 Tage wird er noch ausfallen, Büttner. Also, das nächste Spiel wird auch noch nichts für ihn. So, Michael Dance bleibt bei seinem Verein. Schade. Was ist mit dem anderen? Wir haben doch noch mal ein Vertragsangebot gemacht. Nee, mehr sind, glaube ich, nicht. Nee, mehr sind nicht. Scouting abgeschlossen. Regenfälle, zweite Mannschaft wohl abgesagt, okay. Schade, warum will er bei seinem Verein bleiben? Vielleicht können wir einfach nochmal ein Angebot machen. Nee, das will er nicht. Aber bleibt auf jeden Fall im Blickfeld. So. Er soll gegen Leverkusen gehen. Das können wir im Training noch groß anstellen. Ja, ohne total in dieser Woche. Erste Mannschaft, Kolasinac. Kriegt ein bisschen Pensum noch runter. Oder? Ist er gut? Ne, es geht eigentlich mit der Frische. Ich glaube, da lassen wir Bastos mal ran. Ne, ne, ne. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, kriegt Höwedes heute eine kleine Denkpause. Das war, ich glaube, der braucht wieder eine kleine Schaffenspause. Jan Kirchhoff bekommt seinen Einsatz heute mal wieder. Hat er sich auch mal wieder verdient. Garix war auch nicht so doll. Aber eben der zuverlässige Mann da. Huntela, Podolski. Oh, ich stehe da noch müde. Eieiei. So, Wochenablauf starten. Also, es geht gegen Bayern und für Leverkusen. Auch hier haben wir die bessere Mannschaftsstärke. Eines der Topspieler heute, aber das Topspiel schlechthin ist heute Stuttgart gegen Dortmund. So, das geht's beim nächsten Mal los im Textmodus. Haut rein.